Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play. Edna bricht aus, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, natürlich nicht. Sondern Harveys neue Augen. Weiterspielen. So. Wir haben jetzt das Lügenverbot hinter uns gelassen. Also. Da. Willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Keine drei Schritte kommen wir hier weit, ohne dass uns dieser nervtötende Hase wieder alles versaut. Boogie. Boogie. So. Sind wir wieder hier. Kaffee, damit können wir wieder aus der Trance aufwachen. Und hier waren wir noch nicht, Indianerfriedhof. Mhm. Man kann hier gar nichts anklicken, außer das Feuer. Als Lilly in die Flammen starrte, wurde ihr plötzlich ganz duselig. Hey! Na, Lilly, hat dir der kleine Ausflug Spaß gemacht? Aha. Mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Hey! Ja. So, wir wollen lügen. Das ist aktiv. Also, ja. Aha. Oh je. Du Arme. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen. Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Ja, mehr Info gibt's hier auch nicht, also verkrügeln wir uns wieder. Und rennen in die Bar. Ein Kaffee. Weil, wenn wir nämlich in der Bar einen Kaffee trinken, wachen wir in der Bar auf. Ist das nicht praktisch? So. Warte mal, wir haben noch die Karte hier, ne? Genau. Nee. Wir brauchen einen Kugelfisch. Wir haben leider nur eine Flunder. Das hilft uns hier überhaupt nichts weiter. Aber können wir ein bisschen cheaten? Wir nehmen die Luftpumpe und blasen die Flunder auf. Am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch. Und niemand war da, um ihn zu loben. So, und jetzt haben wir hier den letzten Drink zusammen. Wagga! Wagga, wagga, wagga! Betäubungsgift Sunny Cup. Mach den Tag zur Nacht. Ach so.
ja, nicht selber trinken, sondern er soll den trinken. Waga! So, ich glaube, der ist nicht mehr so topfit. Ja. Und jetzt können wir ihm nämlich Geld auf seine Augen legen. Lilly platzierte das Geld auf den Augen des Barmanns. Da er schlief, gab sie ihm nur ganz wenig Trinkgeld. So, jetzt versuchen wir wieder abzuhauen. Wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte bei einem Buchstaben, oder? Eine. So, also, Wollknäuel. Boogie. Guck mal, der Barmann. Dem Barmann schien es gut zu gehen. Gott sei Dank. Na, wenn das mal nicht das kleine Mädchen aus der Bar ist. Schau mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat meinen sterblichen Überresten Geld auf die Augen gelegt. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Ich werde hier nicht mehr alt. Vielleicht noch aus ein, zwei Fernsehbildschirm krabbeln, aber dann ab ins Jenseits. Das haben wir ihn echt gekillt mit seinem eigenen Drink. Schau mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat mein... Das ist... Nimm du ruhig. Dann nehmen wir halt den Rest. Zack. So. Pokerhund. Du kannst nicht mitspielen, hässliches Mädchen. Es sei denn, du hast deinen Einsatz dabei. Ja. Guck mal hier. Ah, Madame macht ihren Einsatz. Was heißt, wo sie will mitspielen? Wedel, wedel. Worauf wartest du noch? Ich wedle mit dem Schwanz, wenn ich mich freue. Jetzt komm schon. Weil ich ein Hund bin. Setz dich dazu. 5 Sekunden später. Au, Backe. Du bist die mit Abstand miserabelste Pokerspielerin, die ich jemals gesehen habe. Du hast nicht einmal deine Zigarre geraucht. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Ich habe Flöhe. Ja. So. Jetzt haben wir wenigstens eine Zigarre bekommen. Ist das nicht schön? Dann gehen wir jetzt raus. Und gehen in die Prärie. So, hier gibt's Rauchzeichen. Sollte hier nicht eigentlich ein Schamane rumstehen? In der falschen Prärie? Moment. Prärie? Hinterhof? Diana Friedhof? War das hier? Nee. Okay, dann muss das doch da sein. So. Ach so, ging das. Kein Empfang. Lilly deutete die seltsamen Rauchzeichen so, dass der Schamane offenbar einen Marterpfahl suchte. Artig, wie sie war, entschied sie, ihm dabei zu helfen. So, und jetzt müssen wir ihn quasi hier irgendwie runterkriegen. Tutorial. Helft dem Schamanen, zum Indianerfriedhof zu gelangen. Lilly kann leider nur 3 verschiedene Rauchzeichen machen. Mit den Pfeilen lenkt ihr den Schamanen an einer Klippe nach oben und unten.
Mit dem Tunnelsymbol könnt ihr ihn dazu veranlassen, den Tunnel zu benutzen. Wie die Tunnel genau zusammenhängen, müsst ihr selber herausfinden. Aber so viel sei verraten. Jeder Durchgang führt zu genau einem bestimmten anderen Durchgang derselben Tunnelgattung. Findet ihr den Weg zum Ausgang? Na klar! So, nach oben. Durch den Tunnel. Nach unten. Durch den Tunnel. Ah, jetzt müsst ihr da rechts oben. Da. Ja? Falls ihr ihn nicht gesehen habt. So. Jetzt geht's. Nach oben. Durch den Tunnel. Sind wir da? Jetzt geht's nach oben. Nochmal nach oben. Und durch den Tunnel. Nach unten. Und nochmal nach unten. Und das war offensichtlich falsch. Kann man hier nochmal von vorne anfangen? Ach, toll, ist falsch aufgeschrieben und skippen kann man das nicht. Ja, gut denn. Hier, dann leck mich am Arsch, dann skippen wir das. Der Schamane war schließlich am Marterpfahl angekommen. Lilly freute sich bereits darauf, ihm einen Besuch abzustatten. Endlich würde sie den geheimnisvollen Medizinmann kennenlernen. Na denn. Da ist er ja. Lilly hatte sich den Schamanen irgendwie anders vorgestellt. Kleiner. Mom, kurz AFK. Re. Autovervollständigung. Meinten Sie Wendigo? Aha. Wait. Got it. Wikipedia-Eintrag. Wendigo. Der Wendigo. Vielfraß. Auch Wendigo. Plural. Wendigo-Wack. Dämon aus der Mythologie der Anishinaabe. Wendigo-Wack gelten als besonders stur und uneinsichtig. FYI. Sie stinken bestialisch. Lol. Aha. Autovervollständigung. Meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Roter ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich bei einem Server arbeite, oder? Mm-mm. Mit einem Apache. Autovervollständigung, meinten Sie Waffen gegen Wendigo-Wack? Aha. Wait, grad mal auf Tipi Bay ersteigern. Bestellbestätigung ausdrucken. Ja, nein, Cancel. Aha. Print. Hier. Es gibt scheinbar nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo-Wack. Gib das Rezept dem Quacksalber. Die Bestellung müsste bei ihm angekommen sein. Ich habe mich in sein WLAN gehackt. Und wenn du schon mal da bist, ich habe mir etwas über Appalachesohn bestellt. Es, ist nicht wirklich für mich. Ich habe nur aus Versehen auf ein Pop-Up-Fenster geklickt. Also ein Porno. Aber wenn du schon mal da bist, könntest du es auch gleich abholen. Thanks. Oder eine Gummipuppe? Guck mal hier, Junkfood. Es sah nach etwas Essbarem aus, aber es roch nach einem verendeten Tier. Einsacken.
Aha, Schamane. Ist zwar hier, aber egal. Ach, egal. So, ab zum Quacksalber. Nachdem wir das Junkfood in die Satteltasche gestopft haben. Lilly steckte das Junkfood heimlich in die Satteltasche. Es sollte eine Überraschung werden. Jetzt geht's zum Hinterhof. Meine Mine ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. So, hier, guck mal. Rezept. Ah, ein Rezept. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen. Hier. Die Bestellung habe ich erhalten. Hier. Und wo du gerade da bist, ich habe hier noch eine Lieferung für den Schamanen. Bring es ihm doch bitte vorbei. Ja? Jo. Da war eine Dose im Paket. Lilly war gespannt. Enthaarungscreme. Ja, okay. Doch keine Gummipuppe. So, wir gehen jetzt mal zur Prärie. Und sehen, dass die Geier dort an dieser Stelle kreisen. Wahrscheinlich ist da das Junkfood in der Satteltasche. Deswegen machen wir das nämlich. Die Geier kreisten über einen bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Wendigo. Dem Geruch zufolge musste das dieser Wendigo sein. Der Schamane hatte recht behalten. Er stank wirklich bestialisch. Da ist ja unsere Dämonentöterin. Da staunst du, was? Ich weiß, was du meinen Brüdern angetan hast, aber nicht mit mir. Ich bin immer auf der Hut. Und das solltest du auch sein. Siehst du die Mine da hinten? Aha. Ich weiß, warum ich mich von ihr fernhalte. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Da bleibe ich lieber hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden von hier fortbewegen. Genauso wenig wie von meinem Standpunkt. Gefährliche Orte sind nichts für kleine Kinder. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Schamane hatte recht behalten. Der Wendigo war wirklich ein sturer Zeitgenosse. Und er stank so sehr, dass der Gedanke an einen Büffelpopo jeglichen Schrecken verlor. Ja, okay. Deo. Bist du verrückt? Lass das. In diesen Spraydosen ist tonnenweise FCKW. Wenn das Zeug in die Atmosphäre gerät, haben wir ratzfatz ein Loch in der Ozonschicht. Du willst doch kein Loch in der Ozonschicht, oder? Na siehst du. Ja, dann leck mich doch am Arsch. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Lilly entschied, etwas dagegen zu unternehmen. Oha, der Himmel sieht seltsam aus. Da könnte ein Ozonloch auf uns zukommen. Das ist nicht gut. Wo ist meine Sonnencreme? Ah, da ist sie ja. Ich lasse sie lieber draußen. Sicher ist sicher. Genau. Guck mal, eine Ablenkung. Oh, es geht los. Schnell eincremen. Schöne Scheiße.
Die Sonnenstrahlen hatten den Wendigo übel zugerichtet. Scheinbar war man hier nirgendwo sicher. Demnach war es unvermeidbar, sich an gefährlichen Orten aufzuhalten. Schön, oder? So, jetzt sind wir hier also am Moor. Können wir hier irgendwas... Die Irrenanstalt. Können wir hier irgendwas anklicken? Nein. Dann heben wir mal das Verbot hier auf, uns an gefährlichen Orten nicht aufhalten zu dürfen. Und hüpfen da mal rein. Lilly war endlich am Ziel ihrer Reise angelangt. Sie hatte tausend Gefahren getrotzt. Und schließlich stand sie nun hier, in Ednas Versteck. Die Sache hatte nur einen Haken. Edna war fort. Toll! Was können wir hier anklicken? Pfeife. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Hat Notiz. Edna hatte offenbar eine Nachricht hinterlassen. Hoffentlich ging es ihr gut. Lilly, Hilfe! Ich werde bei lebendigem Leibe von einem riesigen Tentakelwesen verspeist. Nur ein Spaß. Mir geht es gut. Ich habe gerade durch mein Fernrohr die Brücke am Fluss beobachtet. Dr. Marcells Schergen scheinen irgendetwas vorzuhaben. Üblich. Ich schau mir das mal aus der Nähe an. Wenn ich nicht zurückkomme, musst du unbedingt Hilfe holen. Aber keine Sorge, ich pass auf. Wo sind denn nur meine Pauke und meine Stroboskoptaschenlampe? Verdammt, naja. Wir sehen uns ja dann. Tüdelü. Der Brief beruhigte Lilly ein wenig. Aber was, wenn Dr. Marcells Mannen ihre Freundin geschnappt hatten? Lilly musste zur Brücke und nach Edna suchen. Dort würde sie auch Garrett finden. So, ansonsten ist hier... nix. Also glotzen wir da mal durch. Na, dann müssen wir da mal hin. Wegweiser. Brücke. Verdammte Dreckskarre. Ist das zu fassen? Endlich haben wir die Kleine gefunden und jetzt springt der Wagen nicht an. Soll ich vielleicht schieben? Der Wagen hätte schon seit Monaten zur Inspektion gemusst. Aber seit dem Unfall lässt der Doktor einfach alles schleifen. Eine Schande ist das. Also war es wahr. Die Wärter hatten Edna tatsächlich bereits gefunden. Warum unternahm Garrett nichts? Lilly musste ihn irgendwie auf sich aufmerksam machen. Genau, das machen wir auch. Allerdings erst im nächsten Video. Das heißt, ich speichere hier schnell nochmal ab. Speicherstände. Zip. Speichern. Überschreiben. Ja. Sehr schön. Also bis gleich. Tschüss.